Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Secret of Evermore, wo wir uns immer noch auf dem Weg in, wie heißt das noch, Terrorfels, genau, auf dem Weg Richtung Terrorfels befinden und uns weiter durch den dunklen Wald kämpfen müssen. Deswegen machen wir das jetzt mal. Nach unten vielleicht mal? Sieht nicht so aus. Ich habe hier keine Eule gesehen. Dann nach oben. Ups. So war das nicht geplant. Ich dachte, meine Leiste wäre schon aufgeladen. Aber ich habe mich geirrt. So. Okay. Dann wär's mal nach rechts. Sehr schön. Okay, wie wär's mal wieder nach rechts? Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Oder ist das die Ecke, die ich suche? Nee. Zurück. Du triffst mich nicht, Mann. Ich kann den Dance of Bescheuertness machen. Kommst du her, Drache? So. Gehen wir mal nach oben. Noch schon wieder ein Drache. Diese Mistviecher. Komm her. So. Huch, ups. Wurzel gefunden. Ich wollte eigentlich nach dieser Zutat suchen, aber dann war ich auf einmal aus dem Bild wieder raus. Ach, das ist ein Schild. Todesstadt, 5 Kilometer. Oh, Todesstadt, das ist total nett, da habe ich gehört. Na, Drache. Gut gemacht. Stirb! Hi! 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 Deine Güte ist bewundernswert. Mich aus dem Brunnen zu retten war eine gute Tat. Du hättest mich dort auch verenden lassen können. Nimm dieses Geschenk als Zeichen meiner Anerkennung. Drachenmünze erhalten. Ja, Dankeschön. Wir erinnern uns, ein paar Folgen, als wir hier im Mittelalter angekommen waren, haben wir einen Uglin aus dem Brunnen rausgezogen hinter uns. Und jetzt haben wir ihn wieder getroffen und hat uns eine Drachenmünze gegeben. So, schaue ich mal eben, was die kann. Drachenmünze. Erhöht die magischen Abwehrkräfte des Besitzers. Ah, okay. So wie ein Milchgetränk mit irgendwelchen biotischen Zusatzsachen, das die Abwehrkräfte des menschlichen Körpers erhöht. Sowas macht die Drachenmünze. Naja. So, dann gehen wir mal hier weiter. Unten oder rechts? Ich versuche erstmal rechts. Wow, 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 wow. Okay, hier geht's nicht weiter. Aua. Ja, der nervt mich jetzt. Tut mir leid. Kriegst du Lanze geschenkt. Lanzenattacke reicht Level 2. Ich wollte es nämlich noch trainieren. Natürlich. 4 Pilze. Ui. Na gut. Und dann zurück und wahrscheinlich nach unten diesmal.
Dammit. Bleib doch mal hier rum. Junge, meine ich natürlich. So. Komm her, Drache. Ach, lauf doch nicht da den komischen Umweg. Komm direkt auf mich. Nein, hat's überlebt. Verdammt. So. Kriegst noch eine Lanze. So. Nein! Daneben! Was ist da los? Ich habe doch genau gezielt! So, komm zurück! Komm zurück! La la la! Ich sollte nicht singen. Es gibt manche Wortkombinationen, die bestimmte Lieder in mir auslösen. Es tut mir leid. Galgenberge! 5 Kilometer! Hä? Was mit Todesstadt? Ich wollte erst nach Todesstadt. Nicht nach Galgenberge. Mann, Mann, Mann. Oben. Ich versuch's unten mal zuerst. Da, falsche Richtung. Und hier geht's gar nicht weiter. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. So. Aber keine Sorge, der Wald ist bald tatsächlich vorbei. Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich, es gibt ein Ende dieses Waldes. Aber es ist ja klar, alle guten Sachen haben, mal irgendwann ein Ende. Ja, hier ist aber mir zum Beispiel ist eine Sackgasse. Kommen keine Gegner mehr. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich will meine Gegner haben. Okay. Das war, so war das jetzt nicht gemeint. Naja, gut. Dann nimm ein paar Lanzenbaum noch. Feuerball. Gemein. Kannst du nicht meinen Schwudel rösten? So, jetzt kriegst du noch ein paar Lanzen, dann ist der Kampf gleich vorbei. Na komm hier. Du erhältst 2000 Goldmünzen. Und das Spiel stürzt ab. Das ist auch eine geile Belohnung. Ja, so, gut. Ich glaube, wir mussten hier lang. Und dann ein paar Mal nach Norden. Uah, jetzt sind auf einmal Drachen hier und gleich zwei davon. Ja, na gut. Wenn man beide mit einem Schlag umbringt, dann beschwere ich mich auch nicht. Ist mit noch Lanze. Ich weiß, du stehst da drauf. Daneben, was ist da los? Kriegst du nur mehr Lanzen geschenkt oder was? Das Problem an der Lanze ist ein bisschen, dass man dadurch, dass es so schnell castet, kann man nicht mehrere davon gleichzeitig losschicken. Was man bei anderen Zaubern schon eher kann.
Der dann Feuerball kann nichts, mein Freund. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber der kann nichts. So. Du erhältst wieder 2000 Goldmünzen. Das Spiel stürzt ausnahmsweise mal nicht ab. Sehr gut. Elfenbeinspeer erhalten. Yay, ein neuer Speer. Das freut mich. Vor allem, weil wir jetzt ab das Ende des Waldes erreicht haben, wie wir gleich sehen werden. Ist hier noch was? Nicht? So, hier, das Ding können wir mit dem Elfenbeinspeer nicht kaputt machen. Dem geneigten Zuschauer ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir immer mit der neuen Axt irgendwelche Hindernisse aus dem Weg räumen können. Und bisher haben wir ja noch nicht die neue Axt aus dieser Zeitzone bekommen. Deswegen gehen wir erstmal hier in den Abwasserkanal. Waren wir schon lange nicht mehr. Immerhin fließt diesmal kein Abwasser durch den Abwasserkanal. Das macht das Ganze gleich viel sympathischer. Nein. So. Hier gibt es wahrscheinlich auch wieder Geheimgänge zwischendurch, wo man irgendwelche besonderen Sachen finden kann. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann waren die hier besser versteckt. Weil in Chaosturm waren die ja relativ offensichtlich in den meisten Fällen. Was? Zweimal verfehlt. Was ist da los? Chris erreicht Level 29. Sehr gut. So, hier ist nix. Nein. Die Ratte habe ich auch nicht getroffen. What? Ach, da ist was. Okay, wir können uns beide gegenseitig Schaden zufügen. Ist das nicht eine gute Idee? Findest du nicht? Findest du nicht? So, hier ist was. Nein, ich wollte die Maus erwischen. Verdammt. So. Eicheln, Wasser, das eben gerade Wasser und Ethanol. Ja, ich wüsste auch nicht, was ich mit Ethanol machen sollte. Habe ich irgendwas, was Ethanol verbraucht? Nope. So, hier wieder welche? Nee. Hier euch? Hier ist wieder nur so eine Karren aus Elzenernisse geparkt. So einfach immer durch einen durchlaufen, als wäre man nix. Ah, hier. So, wir hatten ja vorhin schon da so einen kleinen Geheimraum gesehen. Super geheim, Geheimraum hier. Aber den Weg hatte ich nicht. Der Weg war ganz woanders. So, Elfenstaub haben wir gefunden und Asche ist hier auch noch, aber. Ah, das wird die Asche liegen. Gut gemacht. Nein, ich dachte, die geht wieder nach unten. Dumme Ratte. Hier sind immer hier sehr verlockende Ziele, die Ratten einfach die nicht zu ignorieren, weil eine tote Ratte bringt auch eine Erfahrung für die Waffe. Im Gegensatz zu den schwerer zu besiegenden anderen Viechern überall. Bin mir nicht sicher, ob ich Erfahrung kriege, wenn der Hund was kaputt macht. Ich glaube nicht. So, okay.
Nein. Nein. Verdammte Axt. So. Allerdings brauchen wir mittlerweile auch nicht mehr 100%, um so eine Ratte auszuschalten. So. Deswegen, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, die Ratte kalt zu machen, dann kann man das meistens machen. So. Hier lang. Nein. So. Da ist wieder so ein Garn im Weg. Für mich fast wie bei Dragon Age 2 war das. Da waren auch immer überall Garren geparkt. Wenn man irgendwo in eine Höhle nicht reingehen sollte. Ich erinnere mich. Sag mal, waren wir hier nicht schon mal? Ernsthaft so jetzt? Waren wir hier nicht wirklich schon mal? Ich bin mir echt sicher, dass wir hier schon mal waren. Jetzt gehen wir hier nach oben. Hier können wir ganz rechts vorbeigehen. So, außer der Ratte ist da auch nichts. Ja, hier waren wir schon mal. Irgendwie bin ich gerade ganz unauffällig im Kreis gelaufen. Ich sollte mich mehr auf mein Bauchgefühl verlassen. Das ist meistens ist das gar nicht mal so schlecht. So. Hier runter. Dann. Hier lang. Wo hat das im Kreislaufen wohl angefangen? Ich glaube hier. Ja, hier waren wir auch schon mal. Können wir da nicht nach oben gehen vielleicht? Mit Rufus zu sagen, stirb, Schweinebacke. Okay. War da oben links noch was? Ein Gegner ist auf jeden Fall noch. Nehme ich auch. Gut. Ja, wir gehen jetzt hier raus, lass die Ratte in Ruhe. Sowas hatten wir doch schon mal vor nicht allzu langer Zeit. Oh. Schwarze Raptoren hatten wir aber noch nicht. Und lasst mich euch eins sagen, die sind ganz schön gefährlich. Außer man schlägt sie mit einmal kaputt. Dann sind sie natürlich nicht so gefährlich. Aber die können ganz gut Schaden machen. So. Ist da was? Sorry, wenn da irgendwas ist, aber ich finde hier nichts. Tut mir leid. Wir gehen jetzt hier raus. Nein. Danke. Die machen echt viel Schaden, wenn die einmal treffen. Ich hoffe nicht, dass das passiert, aber ich will das auch nicht aus Demonstrationsgründen machen, weil die können mich fast umbringen mit einem Treffer. Ja, so schlimm ist es vielleicht doch nicht, aber mit ein paar Treffern können die mich tatsächlich umbringen. Die Raptoren können was. Okay. Da. Sag mal, wieso treffen wir das dumme Vieh nicht?
Ja, langsam nervt er mich. Irgendwie habe ich eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, ihn nur mit einem normalen Angriff zu treffen. Habe ich den Eindruck. Deswegen gibt es jetzt Lanzen. So. Bei diesem Raum könnte ich noch erwähnen, dass der auf den meisten Regionalausgaben ist dieser Raum verbuggt. Man sollte nicht versuchen, diesen Raum hier als letztes aufzumachen, denn die Tür hier raus wird in dem Raum generiert, den man als letztes aufmacht, aber das ist ein bisschen verbuggt, wenn man das in diesem Raum hier oben macht. Deswegen sollte man den nicht als letztes aufmachen. Hier ist, glaube ich, verschlossen oder sowas, ja. Ja, also, falls ihr das nachspielt, Leute, nicht den oben links als letztes aufmachen. Ihr müsst nicht alles Schritt bei Schritt nachspielen, wie ich das mache, natürlich. Aber der Ausgang wird im letzten Raum generiert, außer oben links, da ist das irgendwie verbuggt. Deswegen das nicht als letztes aufmachen. Ja, irgendwie sieht es hier so aus wie in Chaos-Turm. Nur ohne die Leute. Tja, und nicht ganz so sauber natürlich, weil keine Leute da sind. Interessant. Schauen wir uns mal ein bisschen in der Stadt um. Auch wenn die Zeit schon wieder abgelaufen ist, wäre es, glaube ich, gut, wenn wir so ein bisschen in der Stadt umschauen hier, oder? So. Haben wir überall die Türen verbarrikadiert. Schauen wir mal, was hier oben ist. Oh. Eine Tür, die nicht verbarrikadiert ist. Was sich wohl in diesem Haus befindet? Hallo? Keine Klingel? Ist das genug Honig? Ja. Hallo? Hi! Wen haben wir denn hier? Du bist weder aus Chaos-Turm noch aus Terrorfels. Richtig, ich bin aus Groß-Ostheim. Groß-Ostheim? Was für ein seltsamer Name. Ist dir mein Name bekannt? Mein Name ist Snuffler. Kennst du meinen Sieg über Alphons? Ja, wer weiß, aus welchem Spiel das ist. Ich werde es an dieser Stelle nicht verraten, außer jemand schreibt es in die Kommentaren natürlich. Dann kann ich es natürlich bestätigen, weil ich weiß, aus welchem Spiel das ist. Aber ich sage jetzt mal, ja, natürlich. Nun, ich habe mich mit meiner Frau Rosi in Terrorfels niedergelassen. Gehören diese ganzen Rüstungen dir? Ziemlich beeindruckend. Ja, ich handle damit sogar. Ich verkaufe Waren, die ich in all den Jahren erstanden habe. Man kann davon gut leben, aber das Geschäft, es geht zurück. Das hängt auch damit zusammen, dass die meisten Leute nach Chaos-Turm gingen. Ja, aber wenn die meisten Leute hingegangen sind, warum bist du dann nicht auch dort? Nun, warum sollte ich? Dies ist meine Heimat. Ich gehöre hierher. Du scheinst in Ordnung zu sein. Aber du bist schlecht ausgerüstet. Dann lass mich dich einkleiden. Da du auch Abenteurer bist, fühle ich mich mit dir verbunden. Ich mache dir ein Sonderangebot. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich kaufe mal was. Wie wäre es mit... Silberhalsband haben wir schon. Aber ich kaufe mal tatsächlich eine Drachenklaue, eine Neonweste und einen Ritterhelm. Yay. Hier, mein Freund. Nimm doch diese prächtige Waffe als Geschenk von mir noch an. Ich fand sie vor langer Zeit. Im Dschungel, auf dem Plateau. Bazooka erhalten. Ja, wir haben die Bazooka wieder. Und eine Donnergranate. Ja, jetzt können wir die Bazooka, die wir ganz am Anfang des Spiels hatten, können wir jetzt wieder benutzen, weil wir haben nur einen Schuss. Also die verbraucht halt tatsächlich Munition, was wir damals noch nicht wussten. Weil wir unbegrenzt kurzzeitig davon hatten, aber die verbrauchen tatsächlich Munition. Hey Kleiner, schön dich hier zu sehen. Kann ich dir helfen? Okay. Na gut. Schön, haben wir Snowfla getroffen, der sich mit seiner Frau Rosi hier niedergelassen hat. Ich gebe einen Tipp für die, die Rätsel, aus welchem Spiel das ist. Natürlich ist es ein anderes Spiel von Square oder heutzutage Square Enix. Vielleicht hilft euch das ja. Aber natürlich, googeln ist immer euer Freund. Und so, hier ist wieder alles zu. Oh, ich guck mal, ob es irgendwelche Hintereingänge gibt. Nein. Hier ist auch wieder alles zu.
Hintereingang? Nee. Hm. Ist auch wieder ein Haus. Hintereingang? Oh. Hallo? Och, der Alchemiehandel, du wird mir viel zu stressig. Ich glaube, ich werde mich zur Ruhe setzen. Du bist süß, Kleiner. Lass mich dir eine Formel geben. Du benötigst eine Eichel und 2 Tropfen Wasser. Etappenkraft, ja. Ist eigentlich ein vom Konzept her netter Zauber. Ich tu mal Frischzellen wieder raus, weil ich werde den eh nicht benutzen. Ich mach lieber Krafthau. Etappenkraft, das erhöht, also das heilt einen quasi die ganze Zeit weiter, bis man Schaden kriegt. Das heißt, man kann das irgendwie gut zwischenkämpfen, anwenden oder sowas, um einfach seine Lebenspunkte langsam wieder aufzufüllen. Es ist ein interessantes Konzept, aber nicht besonders gut ausgetüftelt, wie ich finde. Ich fände es besser, wenn das einfach generell über die Zeit heilen würde, auch im Kampf. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, bitte. Lehm. Das habe ich schon lange nicht mehr bei einem Händler gesehen, das Lehm. Das kaufe ich gleich mal. Und Eicheln natürlich. Kaufe ich auch. So. Du hast genug Essig? Ja. Hast genug Kalksteine? Was? Ich habe immer noch zu viele Kalksteine? Wie kommt das denn? Na gut. Wohnt hier auch jemand in diesem Haus? Tatsächlich. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Okay, das war nur bei Lance im Haus. Wasser gefunden. Hallo? Hast genug Ethanol? Ach, da wohnt nur die alte Frau da hinten. Kristall gefunden. Interessant. Anscheinend wohnen nur der Rüstungshändler hier und seine Frau und die Frau hier. Ich glaube nicht, dass das seine Frau ist, oder? Naja, ich weiß es nicht. Jedenfalls stehen wir jetzt hier wieder... Huch, das Tor öffnet sich für uns. Jedenfalls stehen wir hier wieder vorm Eingang in die Burg. Diesmal aber in Terrorfels und nicht in Chaosturm. Aber was sich hier in dieser Burg befindet, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und man sieht sich dann. Bis dann. Tschüss.